Hallo, in meinem heutigen Gitarrentutorial möchte ich euch von Pink Floyd das Lied The Thin Ice von The Wall mal vorstellen. Wunderschönes Lied, lässt sich auch super auf der Akustik- oder Konzertgitarre spielen, besteht aus folgenden Griffen: C-Dur, G-Dur, F-Dur, A-Moll, D-Dur 7. F Major 7, A Moll 7, da legt ihr einfach nur den kleinen Finger auf der unteren E-Seite, dritten Bund auf. A Moll 6, da verschiebt ihr nur den kleinen Finger vom dritten in den zweiten Bund der unteren E-Seite. Der Anschlagrhythmus, mit dem ihr durchs ganze Lied wunderbar in den Strophen des Lied kommt, geht folgendermaßen: runter, runter, hoch, runter, hoch. Klingt folgendermaßen. Wie immer findet ihr ja Text und Griffe in den Infos unter meinen Videos. Könnt ihr euch rauskopieren und direkt loslegen. Ich halte mich vom Rhythmus her, spiele ich nach Gefühl. Wenn ihr später in dem Lied richtig drin seid und habt das richtig im Ohr, könnt ihr das auch machen. Aber um da erstmal reinzukommen, also und trotzdem die Melodie sehr schön herausgearbeitet zu haben, macht den Anschlagrhythmus, den ich euch da genannt habe. Das Lied hört sich folgendermaßen an.